Hey Leutchens und damit herzlich willkommen zurück. Mein Name ist Chris. Wir spielen das Final Fantasy VII und ja, hatten gerade gegen so einen großen Roboter gekämpft. Was heißt gerade beim letzten Mal? Das Ganze war nicht so erfolgreich, ziemlich langwierig und deswegen versuchen wir das Ganze nochmal erneut. Ich hoffe, es klappt besser. Bin gespannt. Beim letzten Mal lief es nicht so gut. Es war sehr langwierig. Irgendwann kamen die Attacken. Die habe ich leider zu oft abgefangen. Und an der einen oder anderen Stelle vielleicht ein bisschen nicht die richtige Entscheidung getroffen. So. Wir machen nochmal das, was auch helfen würde oder auch hilft, wenn einer nochmal so ein Dings hat. So ein Riesenmonster. Alles noch dran? Ich glaube, ja. Das ist doch ein Scherz, oder? Gib dieses Scheißding niemals auf! Miststück! Die Dinge waren schon ziemlich nervig. Er greift an. Na, das können wir auch. Okay. So, wir sind erstmal hier. Und ja. Die entfernen wir. Ist eigentlich, glaube ich, egal, wie wir die geben. Und da können wir alle beide. Das ist nicht gut, da muss ich immer ausweichen. Ich glaube, der lädt Energie auf. Den hacken wir ab. Oh, halt, das ist ja noch. Hätte vielleicht noch mit Engel einsetzen können. Oh, weg, weg. Oh, weg, schnell. Nö. Ah, doof, dass ich da reingerannt bin.
Hat sie? Sie hat nicht. Ich renne wieder rein, das ist toll. Heilt mal. Hilfe. So, Eris kann heilen, also mit Energie. Autsch. Wir machen mal. Aufgepasst, jetzt geh ich richtig auf. Oh. Hilfe, wollte ich nicht sagen. Habe ich das zweite? Wir machen das hier, das ist besser, Tick. Das ist gut. Du bist am Zug. Bin ich jetzt drin? Flieg! Du schaffst das schon. Jetzt hab ich hier das Sagen. Da geht noch was. Ausschuss und kein Verstanding. Dann wieder dahinter. Wieder weg. Ah, ich könnte mal ein bisschen heilen. Sehr schön. Verteidigung durchbrochen. Der Lichtungsmodus einleiten. Ach, wie ich das hasse. Kann ich jetzt nicht? Übernimm mal. Überlass das mir. Danke, dass du so schnell gekommen bist.
Ja, war das das Richtige? Fühlt sich gerade nicht so an. Habe ich den Atlas nicht geheilt? Ich glaube, das hätten wir uns sparen können. Wobei, das war jetzt wieder ganz gut. Aber ich glaube, davor war eigentlich ein bisschen nutzlos. Nein, nicht nochmal reinrennen. Super. Genau vor die Wand. Einmal hier davor stellen oder dahinter stellen. Weg, weg, weg. Ich muss alles aus mir herausholen. Wir heilen uns erstmal. Oje, oje. Nur irgendein Blitz oder sowas unter Eis? Ein Stückchen an die Seite gehen. Sonst würde das ein bisschen nervig werden. Immer nur eins. Kann doch nicht wahr sein. Ja, schäm dich. Wir hätten, ach, so rum. Wir wollten mehr Engel gebrauchen können. Hey, alles okay? Nee, den wollen wir nicht zu nah an uns ran haben. Lass mal bitte die Entfernung.
Das wird so ganz gut. Und weg, 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 weg. Sehr gut. Also schön, dass ich das geschafft habe. Mal entkommen bin. Sonst fahre ich immer voll rein und dann stehe ich davor. Heilen. Das sollte reichen. Ob ich irgendwann noch den zweiten holen kann? Nein! Oh, das sah witzig aus. Ah, toll. Falsche Richtung entschieden. Kannst du jetzt vielleicht noch geklappt? Sind wir jetzt gekommen? Dö. Hat sich auch nicht so angefühlt. Das ist gut, dass wir jetzt hier dahinter stehen. Wobei, jetzt kommt das. Lalalala. Genau her. Wir machen immer so wenig Schaden, das ist immer so ganz reduziert, so 1, 2, 3. Oh, halt, wenn wir hier dahinter stehen. Oh, jetzt dreht er sich doch wieder um. Wollte gerade sagen, oh, das sieht so ganz gut aus.
hat schon Vorarbeit geleistet. Überlass das mir. Vor also Ewigkeiten. Oh, wieder einmal hinterstellen. Los, gib alles. Ich leg los. Los geht's. Los geht's. Überlass das ruhig mir. Auf das rechte Geschütz geben, wir sind schon 20 Minuten dabei. Und los! Kurz und schmerzlos! Los! Na? Da lade ich gefühlt eine Stunde auf. Kannst du übernehmen? Warte, ich übernehme. Und dann kriegt er nur 3 Schaden. Das ist doch nervig. Er nervt tierisch. Okay, aber gut. Nicht wirklich gebraucht, aber man kann nicht so viel Energie haben. Jetzt bist du dran. Machen wir heil lieber. Oh, Mittelhöhle. Sind aber eigentlich gut entkommen. So. Das ist ein langer Kampf. Ein sehr langwieriger Kampf.
Ich glaube, der ist auf die Maschine, auf die Waffe gegangen und dann ist, glaube ich, so ein guter Dings. Höchste Sicherheitsstufe. Oh, Hilfe, Hilfe, Hilfe. Ja, nicht gut, wir bleiben hier hinten. Kein Problem. Damit geht es wieder. Wie schmeckt dir das? Und jetzt hänge ich fest. Konnten wir bis jetzt so gut aus dem Weg gehen, der ganzen Geschichte. So. Können wir jetzt schon eigentlich den... Ne, wir können nur Räder angreifen, dann warten wir ein bisschen. Bis wir da die Waffe haben. Oh, der stirbt gleich. Wir nehmen... Scheiße! Ich muss jetzt fehlen. Oh, das ist ja das hier. Ist es jetzt weg? Da geht noch was. Was soll der Scheiße? Das ist gut. Oh, schnell. Ja. Eris, heil dich mal bitte. Du hast gerade wenig. Das ist doof, aber ich glaube, der kann sich ein bisschen selbst heilen. Oh, jetzt weiß ich wohin. Ich sehe keins.
bevor sie jetzt stirbt. Hat sie ihn nochmal geheilt. Ich hab nicht aufgepasst. Ja. Muss ich jetzt aufpassen? Ich bin den Spieß um. Achso, der ist hier drin. Jetzt stirbt sie wieder gleich. Überlass das ruhig mir. Arbeiten wir im Team. Oh, Onkel Barrett ist verlassen. Da geht noch was. Tot. So, Gegenstand. Und zwar Eder. Nein, das hier. Felix Feder. Hey. Das ist auch kein Elixier. Halt. Fertig. Das gibt einen Freiflug ins All. So. Das ist ein bisschen doof. Oh, los, komm, steh wieder auf. Oh. Wieso? Überlass das ruhig mir. Okay, sie kann sterben, also hat auch wenig Energie. Das dauert so Ewigkeiten. Wie viel hat sie? 46? 32? Alleine schaffe ich das nicht. Ja, sie steht da schon wieder auf. Nee. Ja, heilen ihn jetzt nicht, denn er braucht einen Gegenstand. Dann nehme ich die Phönixfeder. Hey, alles okay? Und sie kann wieder heilen. Vitamine und nein, nicht Vitamine, heilen wir eigentlich einfach nur heilen.
Überlass das ruhig mir! So. Arbeiten wir zusammen. Bereit für mehr. Ausgeschossen, kein Verstanding. Noch mehr Sauer. Notfallmodus. Oh. Der hackt was aus. Gibt's irgendwo Deckung? Ja. Hinter die Säule. Wo ist eine Säule? Oh, da, das. Er hat alles dem Erdboden gleich gemacht. Nochmal überstehen wir das nicht. Dann beenden wir es vor. Jetzt sind wir kurz wieder. Weit und breit, keine Deckung in Sicht. Unterbrich dich. Wow. Dem haben wir es gezeigt. Oh, yep. Ja, doch zum Rasten haben wir keine Zeit. Hä? Schon Cloud und Tifa vergessen? Natürlich nicht. Dann los. Wir müssen ihren Fluchtweg sichern. Richtig. Beeilung. Wow. Sehr schön. Jetzt müssen nur noch die anderen kommen. Na komm, die sollten doch kein Problem sein. Wer bist du? Ach. Der im Fernsehen war der Typ. Der Feind ist umstellt. Schön. Gute Arbeit. Naja, unter meiner Leitung ja auch kein Wunder. Yeah! Lustig. Was für ein wild zusammengewürfelter Haufen ihr doch seid. Ein Terrorist. Ein Blumenmädchen. Ein Versuchsobjekt. Und wo ist der Rest von euch? Wer weiß. Ach. Egal. Früher oder später schnapp ich euch alle. Das Mädchen brauche ich lebend. Die anderen könnt ihr gerne umbringen. Eris, du hast Marlene beschützt. Diesmal werde ich dich beschützen. Warte! Oh, was jetzt? Cloud! Wie bitte?
sie bloß nicht entkommen! Schnappt sie euch! Ich würde meinen, dass wir hier an dieser Stelle Schluss machen. Und beim nächsten Mal weiter. Ich bedanke mich für euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Wenn ja, dann gerne kommentieren, abonnieren und ganz viele Däumchen lassen, das nächste Mal einschalten. Das würde mich sehr, sehr freuen. In diesem Sinne, vielen lieben Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Chris. Bye.